Einen wunderbaren schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Das müsste ich jetzt nochmal neu machen. Oder? Eigentlich dachte ich so an einen wunderbaren. Egal. Passt so. Das ist ein wunderbarer guter Tag und hier sind meine tollen Zuschauer. Ja, 20 Sekunden in der Begrüßung verschwendet. Hallo, wie geht's dir? Ich habe heute beim Einkauf ein sehr nützliches Item gefunden. In der letzten Episode versprochen, werde ich jetzt die Safari-Zone mit euch durchgehen. Das Tor. Hier die wunderschöne Gegend. Mit allen Trainern besiegt. Mein Erinnerungsfoto interessiert mich auch nicht. Und hier gibt es viele Pokémon, das wusste ich jetzt auch nicht. Ach, hallo. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt quasi... Golbat. Ich werde alle Pokémon, die es auf den Routen gibt, nachfangen. Sagen wir... irgendwo zwischendrin. Ich habe noch keinen genauen Zeitpunkt für mich persönlich beschlossen. Aber ich werde es tun, dass wir quasi jedes Pokémon, das wir sowieso gesehen haben, jetzt auch im Team, was wir auch quasi gefangen. Denn ich möchte es einfach. Ich habe diese Challenge eigentlich angekündigt, dass ich jedes Pokémon fange, was draußen rumläuft, was mir über den Weg läuft. Aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil meine Pokébälle verdammt knapp sind. Ich meine, schaut mal rein. Ne. Ich habe schon ein bisschen Geldprobleme nebenbei. Deswegen... Na gut, 26.000, ich könnte alles für Bälle ausgeben, aber ich hebe mir das lieber für Heil-Items auf. Also, sobald wir genug Geld haben. Smogras gibt es Gerafarix, Taurosse und noch irgendwas anderes. Jedenfalls ist hier der Eingang der Safari-Zone. Und hier habe ich mich noch nicht umgesehen. Na, was möchtest du kaufen? Wir sollen den Laden aufmachen. Willkommen, kann ich dir helfen? Luftbrief, Netzball, Frostball, Fensterball, Dankeschön, wunderschön. Das ist also die Safari-Zone. Echt seltsam, seit ich hier bin. Komme ich irgendwie auf dem Jahrmarkt in einem fremden Land vor. Weit, weit weg. Ich habe ein eigenes Geschäft eröffnet. Ich kaufe hier Pokémon-Drinks. Ganz angebracht habe ich mich zwar noch nicht, aber ich gebe mein Bestes. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Protein. Wie ihr seht, der ganze Kram. Ne, Initiative, Angriff, bliblablub. Unter all den Pokémon sind mir Fleckmon immer noch am liebsten. Dieses kleine Ding ist einfach so süß! Ich hoffe von Leuten, dass ich wie selbst wie ein Fleckmann aussehe. Nee. Sieht irgendwie nicht wie ein Fleckmann aus. Nicht direkt. Safari, Safari, so ein Spaß. Safari, Safari, hier gebe ich Gas. Wo Schilf und Schlamm in Massen. Die Pokémon Laune und Mongras, dieses Lied habe ich selbst geschrieben. Das Ding ist doch auch mal so ein schreibzüglich Safari von vor dich hin. Würde ich mir nicht merken können. Die Entscheidung ist gefallen. Mein allererstes Pokémon fange ich mir in der Safari-Zone. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich bin nicht sehr gesprächig. Na, nicht sehr gesprächig. Junge, Junge, in der Safari-Zone wird es am echt nicht langweilig. Ich laufe hier wie besessen, nur noch hinter irgendwelchen Pokémon her. Ich befürchte, dass dieses Pokémon hier mein ständiger Begleiter ist, deswegen etwas aufgefressen. Ich will auch rein. Ich will so viel Gutes, da möchte ich jetzt haben. Oh, da bist du jetzt endlich. Na, was sagst du? Wahnsinn, oder? Wie du siehst, haben wir hier eine neue Safari-Zone eröffnet. Tja, und jetzt? Jetzt habe ich einen Antrag auf dich vor. Willst du bei meinem Eignungstest für die Safari-Zone-Besitzer mitmachen? Ja. Sehr schön, du gefällst mir. Ich erkläre dir gleich mal, wie der Test genau abläuft. Keine Sorge, es ist kinderleicht. Also tun uns bei der Safari-Zone einen Kleinstein zu fangen. Wenn du mir ins bringst, hast du auch schon bestanden. Hat sich im Humgras gleich am Eingang zur Safari auf. Wenn du gerade nicht suchst, sollst du uns mit Leichtigkeit anfinden. So wünsche ich dir mal Waldmanns Heil. Weidmanns Dank. Da ist die Safari-Bälle. Wir wollen uns einen Time haben. Anscheinend nicht. Da! Kleinstein, hoffentlich. Kleinstein. Ja, Kleinstein, Kleinstein. So. Ich
kann Matsch werfen, ich kann einen Köder werfen oder ich kann einen Ball werfen. Wenn man einen Ball wirft, ne, Logik. Ein Köder erhöht die Pokémon, die Chance, dass das Pokémon nicht flieht, aber erhöht auch die, verringert auch die Wahrscheinlichkeit, es zu fangen. Matsch erhöht die Wahrscheinlichkeit, es zu fangen, erhöht aber auch die Chance, dass es flieht. So, jetzt habe ich Matsch geworfen. Meine Chance erhöht, das Pokémon zu fangen. Wunderbar, ich habe einen Kleinstein. Somit hätte ich schon mal den Safari-Zonen-Besitzer-Test bestanden. Er setzt seine Arme ein, um steile Berge zu erklimmen. Ist es verärgert, für bloß mit den Fäusten. Ich möchte auch irgendwie meine... Nee, ist ein bisschen qualitativ besser machen. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ich möchte auch eine andere Begrüßung haben, weil dieses Hey Leute. Bin immer selbst zu blöd. Deswegen dachte ich mir, ich werde da irgendwas mit wunderbar. Da dachte ich jetzt an einen. So an zum Beispiel an. Einen wunderbaren guten Tag. Kommt immer gut, oder? Oh, so viele Möglichkeiten, Pokémon zu fangen. Hm? Ah. Das sieht interessant aus. Was ist denn hier drin? Ein Felino. Oh. Brauche ich keins. Ich habe schon ein Felino. Erleben hier wohl Pokémon, ist bevorzugt, im Matsch zu leben. Ein Enteron. Ich habe ich auch noch nicht gefangen. Bleibt garantiert nicht beim erste Mal dran. Oder? Nein. Nein, ich wollte nicht fliehen. Ein zweites Enteron. Wieder ein Ball. Bam! Bleib dröhnen. Wunderbar! Das habe ich jetzt falsch betont. Eigentlich muss es wunderbar heißen. Du hast ein Enteron gefangen. Das hast du gut gemacht. Es taucht bei Sonnenuntergang am Wasser auf, leuchtet seine Stirn, setzt es telekinetische Kräfte ein. Enteron habe ich übrigens auch noch nie im Team gehabt. Es gibt so einige Pokémon, die ich noch nie in einem Team angesetzt habe. Unter anderem Enteron. Weiß nicht wieso. Ist doch was ein Psycho, aber entweder kam ich nie dazu oder hat es mir früher einfach nicht gefallen. Wobei, heute finde ich es auch nicht so schick. Eine Chance gebe ich dem Gras noch. Enteron. 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 Enteron, Enteron, Enteron. Bleib drin. Dankeschön. Gerne wieder. Nein. Hab mich doch gern. Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht so, wie man es auch interpretieren kann. Dankeschön. Du hast meinen Rat befolgt und mich gern gehabt. Somit wurdest du jetzt in mein Team aufgenommen. Herzlich willkommen im Team Heldenmut. Ich hoffe, dir gefällt's bei uns. Wir sind ziemlich freundlich. Es leidet der starke Migräne aufgrund Lernen, es Kräfte entwickelt. Danach erinnert es sich an nichts. Okay. Finde ich gut. So, teilweise. Also ich schon hauptsächlich Wasser-Pokémon zu lieben. Was gibt's denn hier für Pokémon? Aus Prinzip dürfte ich dieses Pokémon jetzt nicht fangen. Ich habe einen Hass gegen Golbat entwickelt. Was habe ich mit Golbat gefangen? So viele Pokémon habe ich noch nie in einer Folge gefangen. Finde ich großartig. Es kann bis zu 0,3 Liter Blut auf einmal trinken. Trinkst du viel, wird es schwer und fliegt behäbig. Okay. Na dann. Ich habe auch heute anscheinend mal die Geduld, wirklich alle Texte schön langsam und deutlich zu sprechen.
Hi Zubat, dich hab ich schon. Dich hab ich auch in meinem Team wegen Fliegen. Bin übrigens auch froh, dass die Safari-Zone nicht mehr auf Schritte begrenzt ist. Das hat mich immer irgendwie ein bisschen gestört. Hi Golbert. Ich kann mir vorstellen, dass hier tagsüber keine Golbats rumfliegen. Eben kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Was gibt's hier für Pokémon? Ich vermute sowas wie Radfratz, Radikal und sowas. Oh, ein Aberer! Das ist ein interessantes Pokémon. Leider fürs Team völlig nutzlos auf dem Level. Solange man keine TM hat, fange ich mir keinen Aberer über Stufe 15. Denn Aberer beherrschen diesmal einfach nur Teleport. Es lernt nichts anderes. Also mit Stufe 16. Durch den zufälligen Einsatz von Teleport entsteht der Eindruck als generiertes Abbild davon sich. Ich finde Aberer eigentlich als Pokémon relativ cool. Ich meine, das sieht nicht schlecht aus. Nun, irgendwie finde ich Aberer vom Design her cool. So. Aber es lohnt sich selten, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man nicht tauschen kann und keinen Simsalat kriegen kann. Das wäre jetzt ein gutes Aberer. Warum ist Stufe 15? Es entwickelt sich auf Stufe 16 zu Kadabra und lernt gleichzeitig Konfusion, sprich man kriegt auf Stufe 16 Psycho-Pokémon mit einem Psycho-Attacke. Wird es höher, kriegt das einem nichts mehr. Girafarig, ich glaube ebenfalls Psycho, aber mit der Kombination normal. Oh, das wird schwer zu fangen. Auf jeden Fall Matsch, vielleicht haut's ab. Nur dann haben wir wenigstens das gesehen. Ich kann mir draußen. Na! Ah, ich kann mir draußen auf der Wiese auch einen Girafarig fangen. Da kann ich wenigstens meine Pokémon ansetzen und das schwächen. Und ich kann einen Hyperball werfen. Der bestimmt eine bessere Fangquote hat als ein Safari-Ball. Ich schätze, meine Safari-Bälle haben eine Fangzone wie ein Superball. Also so ein Fangquote. Weil wenn wir einen Hyperball, wäre es ein bisschen einfach. Ich muss tatsächlich mal nachgucken, wie hoch das die Fangquote von einem. So, es ist geflohen. Bitteschön. Habt's gesehen. Wo geh ich jetzt hin? Was gibt's hier eigentlich? Ein Magneton! Ein wildes Magneton. Mein wildes Magneton. Oder Magneton. Ich nenne es Magneton. Oder Magneton. Ach, keine Ahnung. Ich nenne es wie Sal. Mag. Die Magnetilo werden von einem starken Magnetfeld zusammengehalten, das Feuchtigkeit aufsaugt. Hm, man sagt Magnetilo, kann man auch Magneton sagen. Oder Magneton. Hm, keine Ahnung. Ich denke eher wie Ton, also das Wort Ton. So, ich denke, wir haben genug gefangen. Oder gab es eine Zone, wo ich einfach nur durchgereist bin und nichts gefangen habe? Ja, hier. Mal schauen, dass es hier so gibt. Pummeluff. Das sieht nicht so viel irgendwie anders aus, ich weiß nicht. Dunkler. Pummeluff war doch eigentlich hellrosa und nicht so dunkelrosa. Juhu, ich hab einen Pummeluff. Werde ich nie einsetzen. Verdammt euch drauf. Ich mag Pummeluff nicht. Ich mag auch Knuddeluff nicht. Schaut man in seine niedlichen Killeraugen, beginnt es zu singen und seine Gegner schlafen ein. Man kann das nicht mal angucken und das anfängt zu singen. Seht ihr? Schlimmes Pokémon. Noch ein Pummeluff. Pummeluff! Pummeluff! Was war das im Wasser für Pokémon gibt? Commodore, 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 Commodore! Commodore! Das mag Commodore nicht.
Hauptsache, ich habe Magneton aufs erste Mal auf den ersten Safari-Wald gefangen und Kabador nicht. Ja gut, das ist eine Glückssache. Das ist eine Wahrscheinlichkeit. Es ist prozentual angegeben. Ein Kabador kann ich mal einen Angel auf Stufe 5 fangen, wenn ich die Begierde nach einem Kabador besitze. Übrigens, die Musik ist jetzt ziemlich geil. Ich mag sie. So, machen wir mal Schluss in der Safari-Zone. Ja, ich möchte trotzdem aufhören. Ja, nur wie du wünschst, dann gibt der Rest der Fälle wieder zu uns zurück. Ne? Bist du auf den Kosten gekommen, dann werden wir uns mal wieder. Lyra möchte mich sprechen. Das ist ausnahmsweise mein Anruf, den ich annehme. Hallo, hier ist Lyra. Guten Abend. Hast du auf Foto 37 schon die einmal Zwillinge getroffen? Bei den Pokémon sind sie sehr beliebt, aber sie sind auch wirklich reizend. Route 37? Das ist wo? Karte! Ich will rauszoomen. Dankeschön. Übrigens, hier ist Entei und hier ist Raikou. Quasi mit dem Pokécom kann man sehen, wo sie sich gerade aufhalten. Nur Suicune ist nicht drauf. Route 37 ist... Hier? Ja, das Ding habe ich schon mal gesehen. Die gehe ich jetzt nachher mal besuchen. So. Leg dich tüchtig ins Teil, schönes Kleinstein. Erst hätten PC. Außer Betrieb. Hab mich halt gern. Tut mir leid, dieser Bereich kann noch nicht betrieben werden. Ich brauche ein Pokémon Center. Oder unten war ja eins. Sieht aber seinen Kleinstein ins Gesicht gehoben. Und wir gucken uns jetzt direkt erstmal unsere neuen Pokémon an, die wir gefangen haben. Ach, mit dem habe ich auch noch nicht geredet. Leute, die ständig im Pokémon Center sind, die sorgen sich bestimmt sehr um ihre Pokémon. Denkst du das nicht auch? Oder sind einfach nur doof? Sind einfach nur dumm und verlieren dann dauernd. Das ist richtig doof. Oder sie sorgen sich wirklich um ihre Pokémon. Das mache ich nämlich auch oft und zu. So, wir haben unser Gardados, Potrot, Kleinstein, das ist unser Kleinstein. Das sind die Pokémon, die wir tatsächlich in der Safari-Zone gefangen haben. Magnetfalle, Schambolzen, Synchro und so weiter und so fort. Wir brauchen aber Magnetilo. Super, bleibt dafür zu Hause. Wir haben Wichtiges zu tun. Das mache ich im Pokémon Kolosseum gerne. Gehe ich sehr gerne meine Pokémon heilen. Auch wenn mein Team noch lange nicht besiegt ist, aber meistens ist es auch in der Nähe. Und da lohnt sich der Rückweg einfach. Oh, fantastisch. Ich habe gleich schon gefangen. Damit hast du den ersten Teil des Tests bestanden. Ach, hatte ich das nicht gesagt? Dieser Test setzt sich aus insgesamt zwei Teilen zusammen. Hey, logisch. Sogar ganz richtig, wenn man nicht so fahre zu Besitzer. Gut, der zweite Teil ist also. Leider steckt noch mit der Platte dafür. Ich hätte dir bei Pokécom Bescheid geben, wenn ich damit fertig bin. Geduldig also noch ein klein wenig. Sag einfach von Enteron oder Magneton. Da habe ich nämlich beide. Und ich bin richtig gut. Ja, wahrscheinlich wird die Pokémon Safari-Zonen-Liste noch erweitert. Und dann sagt er, fang das und das. Aber ich verrate dir nicht, wo es ist. So. Ich nehme jetzt Golbat. Das wird uns noch ein neuer Flieger. Einfach weil ich es noch weniger mag als Tubert. Weil jeder gottverdammte Idiot in Team Rocket oder so ein Kram ein verdammtes Golbat besitzt. Wenn ich also 30.000 Golbats am Tag sehe, habe ich natürlich nicht mal so viel Lust drauf, einen Golbat zu sehen, ne? So. Fliegen. Du hast gesagt, Golbat kann fliegen lernen. War knapp. Ich hatte schon Sorgen. Jetzt merke ich die Gabi-Attacke. Superstall erstaunt bis Flügelschlag. Ja, das ist Superstall. Trifft bei mir sowieso nie, aber bei den Gegnern hat es 100%ige Trefferchance anscheinend. Ich spiele Pokémon immer mit dem Kalender, damit ich mir ein Kreuzmann machen kann, wenn Superstall mal verfehlt. So, wir fliegen jetzt nach Mahagonia City und machen dort die Arena. Torchys großer Auftritt. Nummer 2. In einer Eisarena kann Torchy richtig schön abgehen. Deswegen setze ich Torchy auch auf Platz 1. Ich überlege immer noch, ob ich Torchy weiterentwickeln lasse oder nicht. Habe ich ihm zwar die Holzkohle gegeben? Ja, habe ich. Ich war nämlich zurück in Azalea City, müsste der Ort heißen. Schauen wir kurz nach. Karte. Azalea City.
Da kann man tatsächlich mit den Leuten in der Schmiede reden. Beziehungsweise in der Holzkohlenhaus. Und wenn man mit allen redet, irgendeiner von denen gibt einen Holzkohle. Versteckt Feuerattacken. Ist ziemlich praktisch. Hi. Nobis wird ein Veteran, der seine Pokémon schon fast 50 Jahre trainiert. Wie du siehst, ist seine Arena außerdem von einem dicken Eisdicht umgeben. Aber diese eisige Kompetenz schlägt Norberts Gegnern die Knie, nicht nur aufgrund der Kälte. Bist du bereit für die Eiszeit? Mal sehen, wenn du brennenden Clou deines Ehrgeizes mal so richtig ein. Okay. Das war jetzt ja noch einfach. Hi, Trainer. Ich muss dich machen. Um zu Norbert, unserem Einleiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du losrutschst. Ein Pokémon, Rosana. Du warst auch mal schwarz. Du bist halt umgefärbt. Flammenrad. Hab ich gedrückt. Kommt halt noch nicht. Go, Torchy. Ich überlege gerade, ob ich Torchy weiterhin segeln lasse. Weil eigentlich habe ich keine Lust drauf. Ich mag Tornupto nicht. Was halt im Grunde so LP ist, praktisch hätte ich ein vollentwickeltes Feuer-Pokémon. Was würde ich einfach dieses Pokémon auf diesem Level stehen lassen? Zudem muss ich ihm den Ewigstein geben, den ich mir noch nicht abgeholt habe. Dieser Arena-Boden hat einen rutschigen Boden. Lustig, oder? Wir sind hier nicht, um rumzublödeln. Aber wir sind hier nicht, um rumzublödeln. Oh, ein Snowboarder. Quickle. Quickle ist tatsächlich eines der nervigeren Eis-Pokémon, das, glaube ich, zwei Typ Boden haben müsste. Anscheinend nicht. Dann war es Keifel. Oder Mammutel. Noch keine Ahnung. Wobei, wenn es Boden hätte, wäre es nicht so einfach durch Flammenrad gestorben. Und der Torch ist aber nur gut. Du weißt es schon. Und jetzt trinke ich gerade Kaba. Warmer Kaba natürlich. Denn warmer Kaba ist gut für die Stimme. Beziehungsweise warme Getränke sind gut für die Stimme. Und Schokolade eigentlich im Grunde auch, weil das die Stimmbänder entspannt. Was mache ich? War das jetzt dumm? Ja. So besser? Ja. Wunderbar. Hi Norbert. Sieht er meinen Parallelschwung an? Nein. Ich gucke jetzt weg. Ui, Yugong. Eins meiner Hass-Pokémon. Ich weiß, es ist ein tolles Pokémon, aber es ist stark. Es ist nicht gerade schwach, Yugong. Vor allem ist es Wassereis. Wenn ich mich nicht richtig irre. Ja, es ist Wassereis, denn Flammenrad macht jetzt nicht so viel Schaden. Also werde ich Sven in den Kampf schicken und es mit einem Donnerschlag in die Geschichte eingehen lassen. Oh, wie sie am Pharos freut. Wasserring. Eine sehr nervige Attacke. Erholung, eine nervigere Attacke. Wenn das Pokémon Schlafrede beherrscht, habe ich ein Problem. Aber Donnerschlag sollte ziemlich viel Schaden verursachen. Yo, Donnerschlag macht ziemlich viel Schaden verursacht. Nein, ich wollte nicht Donnerwelle drücken. Das war blöd. Das war so richtig blöd. Also muss ich wieder einen Donnerschlag benutzen. Yugong ist auch schnell. Das ist schneller als Torchy und Svenja, das heißt schon was. Das heißt wirklich was. Das sind, glaube ich, meine schnellsten Pokémon. Bitte. Hieß jetzt wirklich Svenja? Ich hätte mit meinen Schneekünsten nicht so angeben sollen. Hieß der Trainer gerade wirklich Svenja?
Und ich habe mir das nicht aufgefallen bis eben, bis ich sie besiegt hatte. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe mich verlesen. Wenn nicht... Ein Schluck Kaba auf dich. Wie kommt's, dass Hyrops seit Ewigkeiten denselben Sprite hat? Ich glaube, genau diese Pose hat es auch schon in schwarz, genau, schwarz und weiß. Rot und blau gehabt. Donnerschlag. Das war sehr effektiv. Schick noch so ein Pokémon in den Kampf. Dankeschön. Eissplitter. Scheint auch eine neuere Eisattacke zu sein. Nein! You just broke your streak, dude. Ach, das ist gerade und mein. Das hat meine Quote jetzt versaut. Ich komme vor, was nur 90%. Jetzt sind wir da 98%. Wahrscheinlich. Oder 98,5. Noch in Europe. Erdreichend Donnerschlag. Ach, und Svenjas mit Nocturne ist jetzt, glaube ich, die höchste in unserem Team. Nocturne hat, glaube ich, nur mehr Erfahrung in Level 31. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das war das Battle-Theme gerade. So, was mache ich? Wenn ich das nach oben schieb. Oder... Karte, warum?